Hallo und joho, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 und wir sehen es. Es ist wieder ein Heimspiel, das dritte Spiel der Saison. In der Volkswagen Arena sind wir jetzt wieder im Heimspiel gegen die unglaublich eklig zu spielenden Augsburger. Ja, mit denen haben wir immer so unsere Probleme, oder? Und heute zocken wir nochmal eine Mannschaft, die nicht so stark ist, aber da habe ich auch gleich mir gedacht, dann spielen wir auch mal ein bisschen anders, ne? Das werdet ihr gleich sehen in der Aufstellung. Ich habe ein bisschen rotiert. Jetzt seht ihr schon Sheriff drin. Ich werde mir das Ganze mal ein bisschen angucken und ich nehme auch keinesfalls auf die leichte Schulter, aber ich denke, der Kader ist fett genug, damit man sowas mal bringen kann, während wir hier Andi Ottel sehen, den Ex-Bayern-Spieler. Gefahr. So, jetzt kommen wir auch mal bitte zur Aufstellung, liebe Freunde, hier von EA Sports. Es ist schön, dass wir die Bilder alle sehen. Gut, klicken wir die gleich mal weiter. Da haben wir sie also, wir spielen mit Rodriguez, Knoche gibt sein Debüt und Sheriff, dann spielt Malanda. Und Bakali als Neuzugang ebenfalls dabei für Hermann, Schmelzer und Klose. Also Bakali zum ersten Mal im Einsatz. Wer gar nicht im Kader ist dieses Mal, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, wie ich gestrichen habe. Ist auch egal. Jetzt gucken wir mal nach Neuen bei den Jungs. Da ist auch alles wie gehabt eigentlich. Die Mannschaft kennt man, wie sie ist. Unangenehm im 4-1-4-1 zu zocken. Und ja, Diego Costa, unser Millionen-Neuzugang. Hoffentlich geht es ihm nicht wie Falcao bei AS Monaco, der ja jetzt einen Kreuzbandriss einfach mal erlitten hat und die Jungs schicken dem Amateurspieler schon Morddrohungen. Theo. Christian Theo gleich von Anfang an zeigen, wer Herr im Haus ist. Und, oi, naja, so nicht. Wir sind übermotiviert. Ja, Robin Knoche. Was wird aus Robin Knoche? Wer wird seine Spielanteile in dieser Saison sicherlich bekommen? Bakali gleich mit dem ersten guten Ballgewinn. Oh, den hat er sich zu weit vorgelegt. Das haben wir doch bei der letzten Einwechslung von Bakali schon gesehen. Achtung. Oh, Bayer gefällt. Aufpassen. Das ist Timo Werner. De Jong. Bakali ist ganz heiß, seht ihr ja. So, Junio Malanda. Auf den bin ich auch sehr gespannt, wie der, was der so machen wird in dieser Saison. Ob er so einen Co. spielen kann. So ein Überraschungsspieler. So, jetzt aber Augsburg hier. Ja. Und jawohl, Theo hat den Ball erobert. Christian Theo. Und den spielt er wunderbar auf Piazza und der vergibt dann Klavanistar. Nee. Och komm. Das war ja schon fast stümperhaft. Achtung, gut von Bobadilla jetzt. Richtig gut. Aber da ist wieder Christian Theo. Das ist momentan ist der in Überform anscheinend. Costa. Fehlpass zu Bakali. Da fehlt natürlich noch ein bisschen die Feinabstimmung. Und das könnte Augsburg gefährlich ausnutzen. Nein. Bakali erneut den Ball zu weit vorgelegt. Was ist denn da los? Timo Werner. Ortel, Bobadilla, Gustavo überragend, gut gemacht wieder mal. So, jetzt bauen wir mal neu auf. Also ihr seht, die Augsburger, die, ja, die sind halt, wie ich das immer sage, die sind richtig schweinisch zu spielen. Das ist nicht böse gemeint. Piazza, Gustavo, der spielt, oh, der spielt den fast zu weit. Den wollte ich da gar nicht hin, den wollte ich nach oben. Bäh. Bobadilla erneut. Aufpassen. Grrr. So, das Laufduell sollte Theo gegen Hahn gewinnen. Hahn ist aber auch schnell. So, Knoche, Neuaufbau über Robin Knoche. Und Gustavo, der schickt jetzt hier erneut den Spanier Theo. Und jawohl, er sieht Gustavo. Jetzt muss der Ball nach unten kommen. Diego Costa. Und den macht er nicht. Ach du grüne Neune. Richtig gut, schnell und steil gespielt hier. Und den macht Costa nicht. Was macht er denn da? Da schießt der den Torwart dann. Okay, Amstiff überragend gehalten. Dann habe ich nichts gesagt. Eckball für Bakali. Erster, also für ihn. Erster Standard. Kalsin Bracker im Laufduell gewinnt und Amsif kann dann leider festhalten. Rrr. Gut, 21 Minuten sind rum. Wir werden uns nach dem Spiel nochmal ganz kurz mit zwei Verteidigern befassen, die ich heute im Commentary gelesen habe. Bakali, sehr gut. Costa auf Bakali durchgesteckt. Der verliert das Laufduell aber hier. Junio Malanda gegen Werner. Ob Bakali für die Bundesliga geschaffen ist, werden wir noch sehen. De Jong lässt ihn jedenfalls erstmal aussteigen. Rodriguez gegen Bayer kommt zu spät. Ei, und Bakali kommt auch zu spät und das ist, glaube ich, gelb, mindestens. Das könnte, ja, es ist nur gelb. Gelb für Bakali. Im zweiten Saisonspiel also auch der erste gelbe und die hätte sich verdient. Da kommt er viel zu spät. Eieiei. Da kann man nur aufpassen. So, wie gesagt, wir werden uns nach dem Spiel mit zwei Verteidigern befassen. Achtung, Junge, was machen wir denn hier? Die ich in den Kommentaren gelesen habe. Ich bin mal gespannt, ob die vielleicht sogar noch in unser Profil passen. Da müssen wir mal gucken. Ich würde ja gerne mal wieder mit so einer Empfehlung von dem Spieler, von dem Zuschauer spielen. Das finde ich voll geil. Hätte ich vor einem Jahr auch noch gedacht, als ich mit dem ganzen FIFA-Zeug angefangen habe.
dass mir irgendwann mal einer sagt, Junge, spiel doch mal mit denen, ich guck mir das gern mal an. Au, jetzt soll ich nicht so viel reden. Cherisev. Gerade nicht im Bild, aber jetzt hat er nicht viel falsch gemacht. Das ist gut gewesen von Piazon. Der war bisher noch nicht viel zu sehen. Lukas Piazon, oh, Vogt ist da. Also auch Piazon muss diese Robustität der Augsburger Abwehr, ja, die muss er erstmal einschätzen lernen. Das muss man klar sagen. Robin Knoche hat da weniger Probleme mit, hat letzte Saison schon einige Spiele für den VfL absolviert hier. So, Barkley, jetzt wieder Piazon, da ist überhaupt keiner. Macht er mal eine schöne Pirouette hier mit dem Ball. Ähnliches gilt für Barkley. Und wieder zu weit vorgelegt und Klavan bleibt stehen. Niemand hat damit gerechnet, dass Klavan jetzt stehen bleibt. Mensch, Mensch, Mensch. Rodriguez, komm, Einsatz hier. Bayer. Bakker, die muss jetzt aufpassen, logischerweise. Es geht viel über rechts. Und jetzt kommt Gustavo. Endlich mal bei Herz dazwischen. Sieht Diego Costa. Lass mal einen Jungen. Diego Costa wird geblockt von Kalsenbracker. Das hätte Diego Costa auch mal einer sagen müssen. Dass Jan Ingwer Kalsenbracker ihm den Ball abnehmen wird. Achtung, Laufduell Werner gegen Boateng. Boateng überragend. So ist er. Bakkali, Piazon. Schöner Heel to Heel. Jetzt muss noch was passieren. Wieso startet denn keiner? Gustavo. Täuscht die Flanke an, wird von Hahn abgelaufen. Also es ist wenig Durchkommen. Die stehen eklig da hinten. Die stehen absolut eklig. Theo. Piazon wird abseits angezeigt von Klavan. Oh, geblockt. Ortel kann klären. Und jetzt ist viel vorne und niemand hinten. Jetzt muss Piazon den weiten Weg gehen. Ortel. Gewinnt weiter. Guter Ball von ihm, aber Knoche ist da. Cherisev bekommt den Doppel von Piazon zurück und auch von Gustavo. So, wunderbar haben sie das gerade ausgespielt, die Jungs aus Wolfsburg. Bakali wird nicht verfolgt. Bakali kann man abziehen. Bakali! Oh, jetzt kommt Sack drin. Mit der Halbzeit. Was ein Tor. Uiuiuiui. Da hätte ich jetzt nie mit gerechnet, dass der reingeht. Das war eigentlich nur so ein Ball. Ja, hol mal eine Ecke raus, wenn sonst nicht geht. Und da haut er ihn kurz und knapp ins Trockene. Ja, genau. Kurz und knapp trocken ins kurze Eck. Das wollte ich sagen. Also Bakkali mit dem 1-0 am Ziff relativ chancenlos. Eigentlich nur überrascht. Den muss man eigentlich sogar fast halten. Aber soll nicht mein Problem sein und schon gar nicht euers. Und damit führen wir. Das ist schön. Und Timo Werner, wieder gegen Bakkali durchgesetzt. Also das Tor hat er gemacht, aber ansonsten hat er mich nicht sonderlich überzeugt. Rodriguez zum Beispiel hier unten, der spielt auch noch auf Bewährung, muss ich ehrlich sagen. So, Bakkali erneut. Also wenigstens ist er präsent. Malanda. Der konnte noch nicht viel falsch machen. Und jetzt ist Halbzeit. Ist das verdient, Leute, oder ist es nicht verdient? Ich weiß es nicht. Sagen wir, es ist relativ glücklich und Augsburg hatte natürlich keine Torchancen. Wir hatten so ein paar. Da hat Amsterdam schon einmal sehr gut gehalten. Habt ihr gerade nochmal gesehen und hier. Ja, Bobadilla hatte also ein Türschüsschen. Also sagen wir, ein Schüsschen hatten sie und wir gucken mal in der Statistik jetzt. Habt ihr gerade gesehen, schöner Trickser von Barker, die war das vor dem Tor. Hamburg für 2-0 gegen Laudern und ja, Freiburg 1-0 gegen Gladbach. Ja, da unten sehen wir es. Schüsse 5 zu 2. Ja, viel ist es nicht. Bakkali hat heute die Kapitänsbinde an, weil der auf der Hermann-Position spielt. Weil ich nur vor dem Spiel getauscht habe und nicht, sagen wir mal so, direkt im Menü. Ich tausche manchmal vor dem Spiel, dass nur für ein Spiel diese Tauschaktionen sind, dass ich dann automatisch meinen Stammkader wieder drin habe. Wobei ich den noch nicht ganz gefunden habe. Hahn hier. So, Ottl. Und Gustavo ist da. Wunderbar. Luis Gustavo, ne? Er kann was. Parkhurst wirft ein. Wo wirft denn hin? Am besten zu den Blauen. Oh, der wird weit werfen. Und den hat Vogt und wird sofort angegriffen. Bakkali gegen De Jong. Achtung. Keine Grätsche jetzt. Knoche kommt raus gegen Werner. Rodriguez ist auch da und der kann trotzdem flanken. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Bayer gegen Theo. Der läuft wirklich viel heute. Parkhurst verliert den Ball an Theo. Jetzt geht's aber ab. Christian Theo, jawohl, legt dir das Ding schön weit vor. Wunderbar. So, auf Costa. Costa lässt zwei aussteigen. Nein, das kann nicht wahr sein. Er hätte zwei aussteigen lassen müssen und ist schon am ersten gescheitert. Leute, Leute, Cherisev. Das war Barkley, weil er gelb war. Das ist Piazon. Schlechter Ball auf Parkhurst. Da sollte er nicht hinkommen. Da bin ich mir relativ sicher. Hahn. Bobadilla, der Mann mit der einzigen Torschance für Augsburg. Und das sagt man so leicht. Bayer. Bayer und Ter Stegen. Junge, 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 Junge. Ui, gute Parade von Marc-André Ter Stegen hier. Der ja in der Realität anscheinend zum FC Barcelona geht. Was haltet ihr davon? Ich
rat ihm, machet, Jung. So. Da kommen wir nicht dran richtig und Gustavo kann trotz allem klären. Was ist denn jetzt hier los? Piazon. Jawohl, Piazon ist da. Also jetzt, ich sage, ein unangenehmes Gekicke ist das gegen die. Costa, gute Aktion auf Bacardi. Der spielt direkt auf Tejo. Jetzt geht aber was. Jetzt geht vor allen Dingen. Jetzt geht was, Tejo. Das ist nicht wahr, oder? Das ist nicht wahr. Larifari und Laissez-faire hier, die Ausbeute der Chancen. So kann man eigentlich kein Bundesligaspiel gewinnen. Piazon, Tejo, Lukas Piazon, echt blass bisher. Den hat er gut aussteigen lassen. Und Tejo läuft ins Aus mit dem Ball. Was ist denn heute los bei dem Team? Wir müssen unbedingt, ja, wir wechseln. Da gehen wir jetzt auch mal rein. Moravec wechselt hier, das wollte ich eigentlich gerade. Da, genau, das wollte ich doch drücken. So, wir bringen mal einen neuen Wind hier in das Team. Piazon nach einer Gurkenleistung, muss ich ehrlich sagen, wird von Younes mal ersetzt. Und Rubinho kommt für Diego Costa ins Spiel. Was aber nicht heißt, dass wir dem Jungen nicht mehr vertrauen, um Gottes Willen. Aber jetzt müssen wir was bringen. Rubinho ist ja nicht gerade so schlecht, ne? Costa muss sich halt erst eingewöhnen. Noch ohne Tor. Natürlich auch erst in zwei Spielen. So, da sehen wir es. Younes und Rubinho also für Piazon und Costa. Ob es jetzt unbedingt an den beiden Offensiven lag, will ich jetzt mal dahingestellt lassen. Bacardi hat auch schon relativ viel Käse gespielt heute. Und ich bin gespannt. Armin Younes ist so ein bisschen abgetaucht. Tut mir auch ein bisschen leid in unserer Planung. Dennoch werde ich ihn immer berücksichtigen und er wird in der Regel noch ein paar Bundesligaspiele machen. Scheißpass von Malan da jetzt hier gegen Werner. Und Knoche, der Knoche hier, also der Robin Knoche, der überzeugt heute aber. Cherisev, auch gut gemacht von ihm. Tejo. Christian Tejo spielt überhaupt immer relativ auf konstant gutem Niveau. Gut dabei. Und Younes gleich mit dem Traumball auf Bacardi. Bacardi sieht Robinho. Warum spielt er den denn ab? Oh mein Gott, den muss er doch nur noch reinschießen. Gut von Malanda jetzt. Younes. Younes, sehr schöne Einzelaktion von Younes. Und da zeigt der junge Hüpfer fast, wie es geht. Abendsiv ist dran und keine ist in der Nähe. Oh mein Gott, Bayer kann klären, mehr oder weniger, auf Hahn den Druck gegeben. Jetzt kommen die Blauen mit Druck. Cherisev gegen eben jenen Hahn. Gut ausgespielt von Hahn jetzt und seine Mitspieler. Tejo kann ihn nicht stoppen. Cherisev bekommt den Ball dazu, den Fuß dazwischen und jetzt wechseln wir das dritte Mal. 15 Minuten noch. Ja, da bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig als ein bisschen... Das Saisondebüt von Timo Werner wird sich verschieben. Patrick Herrmann kommt ins Spiel für Bacardi. Schade. Der hat eigentlich ganz, ja, so ein durchschnittlich, ich weiß auch nicht, fast gut gespielt, muss man sagen. Aber jetzt muss der Kapitän wiederkommen, ist aber klar. Und ihr seht hier Christian Tejo mit zwei Vorlagen. Ist der Ligaspitze. Bacardi verlässt also den Platz. Gutes Startelfdebüt, bis auf so ein paar, ja, mit Licht und Schatten sagt man ja eigentlich immer, ne? Achtung, aufpassen. Bobadilla. Gut gemacht, Cherisev. Luis Gustavo spielt einen weiten, den kann ich nicht ganz nachvollziehen, den kann Younes nicht kriegen. Vogt. Achtung, Werner verliert den Ball an Herrmann, da ist er, Herrmann mit der ersten Aktion gleich auf Malanda. Jetzt Malanda, muss durchgehen, wo ist denn der Rest der Mannschaft? Malanda! Rubinho! Das Kind, das ist nicht wahr hier, das ist nicht wahr. Immer wieder ein grünes Bein dazwischen. Wie kann man sich so anstellen? Erklärt's mir. Mann. Und jetzt Bobadilla, das ist, glaube ich, abseits, oder? Ja, guten Tag, Herr Bobadilla. Das sieht man zwar von hier nicht, aber ich habe es gerochen. Und deswegen gibt's abseits. So, jetzt kommt nochmal William rein für Vogt. Wer auch immer das ist, mir auch egal eigentlich. Fakt ist, wir können nicht zufrieden sein mit diesem Spiel. Malanda. Was ist mit Patrick Herrmann? Hat er keinen Bock? Komm, Jung. Oh. Ja, dann musst du warten und dann spielst du so einen Dreckspass, weil Herrmann nicht hinterherkommt. Eieieiei. So, jetzt aber laufen hier, Herrmann. Mora weg. Unter Ferner liefen hier aber da sehr gutes Spielungsspiel von Cherisev. Der macht das da hinten ganz ordentlich, ebenso wie Knoche. Also die beiden Jungen spielen sehr gut. Gustavo. Ja, wird gestoppt von Mora weg. Weil keine Anspielstation da war. Muss man auch mal sagen. So, Cherisev auf Gustavo. Tejo. Sehr schön. Ah, wieder Kaisenbracker. Also die passen auch gut auf, da hinten die grünen Männlein. Die Ampelmännchen sozusagen. Ein bisschen Hauch von Rot haben sie auch auf dem Trikot. Younes.
Younes, Malanda deutet an, dass er läuft. Runja, Malanda, na also! Goal! 90. Minute, wieder mit der Schlussminute der Halbzeit und endlich hier das erlösende 2-0. Also gut spielen ist anders, ne? Aber es reicht irgendwie wieder, weil Augsburg nach vorne zu harmlos ist, aber hinten stehen sie gut. Und da guckt euch doch mal an, wie überragend der Typ das macht. Hä? Angenommen, bam. Nicht zaubern, gar nichts. Einfach reingeschossen. Ja, kann manchmal reichen. Bobadilla gegen Robinho. Er kann doch nicht in jedem Spiel den Treffer machen, der Robinho. Auch wenn er, wenn Vogt nicht da gewesen wäre, hätte er ihn ja gemacht. Das ist ja das Witzige an der ganzen Geschichte. Das hat er schön gemacht. Schöner Hier-to-Hier, schöne Bewegung von Robinho. Schade, Parkhurst war da noch im Weg. Das hätte ich ihm gegönnt, dem Jungen. Da ist der neue Mann, William. Mora weg. Und wieder ein Fuß dazwischen von uns. Und das sollte es gewesen sein. Jawohl, ja, jawohl. Wolfsburg also, durch zwei Tore, Bakkali und Malanda treffen für die VfL Wolfsburger Wölfe den Doublesieger. Und wir sind damit immer noch verlustpunktfrei. Das Gegentor gegen Köln tut immer noch sehr weh, weil es das einzigste bis jetzt war und das war echt unnötig. Dennoch, wir haben gewonnen und das ist das Wichtigste. Dann gucken wir uns auch gleich mal die Noten an. Die Highlights, da verzichte ich drauf. Es war ein nicht so unterhaltsames Spiel. Und guckt euch das an. Robin Knoche mit einer 8,7 ist Spieler des Tages. Theo mit einer 8,4 und Cherisev mit einer 8. Das ist doch mal ein Wort, oder? Diego Costa nur eine 6,0 im Übrigen. Naja. Egal, wir gucken mal auf der anderen Seite hier. Ja, also eine 4,7 für Klavan kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Der hat eigentlich besser gespielt. Aber auch das soll nicht unser Problem sein. Wir drücken weiter und jetzt gucken wir mal, wie lange noch Zeit ist in der Transferphase. Dürfte nicht mehr so lange sein, ne? Riecht fast nach einer Sonderfolge hier nach. So, aber es gibt Neuigkeiten im Büro. Was haben wir denn hier? Möglicher Nationaltrainerposten. Lass mich in Ruhe mit der Scheiße. Kurzum mal, aus folgenden Gründen. Wir können leider nicht zustimmen. In der Höhe des Angebotes für angemessen noch sowas. Also sowas seid ihr wohl nicht. 8,5 Millionen für Kurt Zuma. Also an Caligiuri haben sie kein Interesse, ne? Da könnt ihr nichts für. Würde ich mal sagen. Wir könnten ihnen natürlich, Moment mal, wir könnten das natürlich ganz interessant machen. Wo haben wir denn Transfers jetzt? Oh, Scheiße, wo können wir das jetzt wieder sehen? Büro. Genau. Wenn die denn kein Interesse an dem haben, haben sie vielleicht Interesse an Naldo. Der ist ja nur auch mal stärker. Ne? So, Naldo ist auch ein Ticken älter. Dann bin ich auch bereit, ein paar Cent mehr zu geben. 4 Millionen ist er wert. Ich bezahle euch 4,8. Ja, 4,7. Bin den teuren Vertrag von Naldo los und ihr könnt bei Saint-Étienne mit dem Typen planen. Ich habe ihn nicht mehr am Hals und wir können das so machen. Es geht doch. So, drücken aber nochmal einen eben weiter. Oh. Hamburg nimmt Abschied von Adler zu, das ist interessant. Und ja, guckt euch das an. Naldo geht weg, wunderbar. Kurzuma ist bei uns, wenn wir ihn denn jetzt auch für das Geld verpflichten. Für 35, da sage ich aber nicht nein, Leute. 4 Jahre will er und ja, bei uns ist er eben nicht mehr als. Ich kann den jetzt wichtigen Stammspieler einstellen. Das ist ein Witz hier, ey. Also denen ihre Rollen im Kader kommen her, ist mir egal. Denen ihre Rollen da, da müssen sie mit leben dann. Soll er heulen? Wunderbar. Also Naldo ist auch vom Tablett. Zuma sollte anfliegen. Einmal machen wir noch weiter, genau, weil ich noch wissen will, ob der jetzt verpflichtet ist. Damit ich mal gucken kann, was die. Medojevic und Ter Stegen, das ist interessant. Medojevic-Saisonleihe, das nehmen wir an. Vor allen Dingen, wenn er verletzt ist, nehmen wir das an. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und Ter Stegen für 8 Millionen. Haben die irgendwie Alkohol getrunken? Das kann ich nicht glauben. In Monaco. Der neue Fürst hier, der Reiche, der spinnt wohl ein bisschen. Ja, Medojevic ist also verliehen. Das ist ganz wunderbar. Nee, das haben wir nicht. Jawohl. Und da steigt er ein, der liebe Kurt Zuma. Das Angebot nehmen wir also an. Haben noch 15 Millionen übrig sogar. Junge, 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 Kurt Zuma. Jetzt ist doch nicht so spannend für uns. Gucken wir mal, was der gute Junge kann, oder? Jetzt ist es doch nicht mehr so spannend, wie ich es mir gewünscht habe. Hier haben wir ihn. 74er ist er. Damit ist er ein Ticken besser als Knoche sogar und wird auch mal mitgenommen dann als Startspieler. Das heißt ja nicht, dass er direkt spielt. Und das heißt für Robin Knoche auch nicht, dass der Zug abgefahren ist. Keine Frage. Jetzt haben wir jedenfalls zwei richtig gute Spieler da verpflichtet. Das gefällt mir gut. Und jetzt gucken wir noch. Ja, Medojevic kann wieder trainieren. Das ist sehr schön für Medojevic. Das interessiert aber jetzt leider niemanden mehr. So, oh, der Transferschluss ist erst am Sonntag. Das gefällt mir gut. Das heißt, wir können gleich noch eine Folge knallen und dann gibt es Transferschluss. Jetzt aber erstmal.
Transfers, Junge. Ganz ruhig. Ja, Spieler wollten wir suchen. So, wie heißt der gute Junge denn hier? Ja, haben wir ihn doch aufgeschrieben. Mangala. Gucken wir mal. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Keine Ergebnisse. Doch, da ist er. Mangala 23 von Porto. Ja. Den beobachten wir mal bis zum Transferschluss auf jeden Fall. Ist aber auch schon 23, der gute. Gut, ist ja nicht so schlimm, ne? Und dann nehmen wir noch Juan Jesus mit rein. Dann sollten wir, also mit vier Innenverteidigern müssen wir so oder so in der Saison. Die haben wir jetzt. Aber ich sag mal, ein Fünfter ist jetzt nicht das Problem. Juan Jesus von Inter Mailand ist 23. Auch den gucken wir uns mal an. Also immerhin sind zwei gute Jungs anscheinend. Angucken tun wir sie uns mal und warten mal, was der gute Onkel rausfindet bis zum Transferschluss. Was haben wir hier noch? Ah, Chigarzi, jetzt geht's doch endlich vorwärts. Saisonleihe, Junge. Wiedersehen. Bin ich dich erstmal von der Uhr und vielleicht kriegst du noch ein bisschen Stärke dazu. Tejo, für 18 Millionen, den wollen sie zurückkaufen. Die spinnen wohl. Da mache ich nicht mal ein Gegenangebot, da mache ich mal ein Angebot ablehnen. Ich glaube, dass die spinnen. 18 Millionen, ne? Die spinnen wirklich, die Römer. Was ich mit denen gekämpft habe, ey. Okay, das haben wir also erledigt. Aber sehr schön, Chigarzi ist noch von der Uhr, dann dünnt sich der Kader auch so ein bisschen aus. Und auch Kraft geht. Was ist denn eigentlich in den Torhüterpositionen hier momentan planen? Das ist ja Weltklasse. So, Transferangebot. Daniel Caligiuri. Na, endlich, was jetzt? 3 Millionen, wisst ihr was? Weg ist weg. Nein, nein, nie Angebot annehmen. Weg ist weg, sage ich. Geh, geh. Tust mir richtig leid, dass du bei mir nicht so zugekommst. Eigentlich ist er ein netter Spielertyp, aber ich habe einfach nichts mit ihm zu tun. Okay, Spiele werden neu angesetzt. Das ist Leverkusen. Na, das tut mir nicht gerade weh. Ne? So, ein Tag nach und mal sehen, ob jetzt mal ein Tag ohne Büro vergeht. Ich hoffe es noch nicht. Na, also, jetzt dreht sich das Transferkarussell. Caligiuri ist verkauft. Das tut uns gut. Und wir gehen jetzt ins Spiel rein gegen Mainz. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part dabei. Es hat euch gefallen. Und wir sehen uns gleich zum Part in Mainz. Haut rein. Ciao.